Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Willkommen zu diesem Video. Heute wieder mit Besuch, kann ich nicht sagen, weil ich bin zu Besuch. Vor ungewohnter Kulisse. Ich darf heute zu Besuch sein in der Privatbibliothek von Caroline vom Kanal Marie Salon du Livre. Und versuche mich auf die Kamera zu konzentrieren und nicht die ganze Zeit die Bücher anzuschauen. Sie wollte schon welche mitnehmen. Stimmt überhaupt nicht. Ich bin keine Leihbücherei. Da werden einem Dinge nachgesagt, das ist eine Frechheit. Nein, wahrscheinlich. Ich will sie eigentlich alle mitnehmen. Deswegen ja, im tiefsten Inneren. Aber kommen wir darauf, worum es heute eigentlich gehen soll. Das Jahr neigt sich dem Ende. Wir planen für 2023. Und wir haben uns gedacht, nachdem Pick My Soup ein Format ist, das uns beiden sehr viel Spaß macht, machen wir Pick My Soup in der XL-Variante. Mhm. Wir suchen uns gegenseitig 5 Bücher aus, die wir irgendwann im gesamten Jahr 2023 lesen sollen. Also mit relativ wenig Zeitdruck, aber dafür sind es halt 5 und nicht nur 3. Und das sollte man halt dann irgendwann auch nicht vergessen, wäre gut, weil das Jahr hat 12 Monate, da vergisst man vielleicht was. Aber es soll ein kleiner Ansporn sein, Bücher, die am Sub versumpfen, tatsächlich endlich zu lesen im neuen Jahr. Die Motivation stimmt im neuen Jahr wie immer, deswegen starten wir jetzt mit dieser Lese-Challenge. Lese-Challenge, boah ey. Macht dir das einen Stress, wenn wir das Challenge nennen? Meine Challenge, also meine Leselisten aus dem Jahr 2022, meh. Ein neues Jahr, neues Glück, yay, super. Motivation. Ja, total. Okay, leg los mit deiner Liste für mich. Oder nennen wir sie Vorschläge. Vorschläge. Bücher, die du eigentlich wirklich lesen solltest, weil es mich interessiert, wie sie dir gefallen, weil ich sie vielleicht schon gelesen habe oder auch nicht gelesen habe. Oh, oder? Das erste habe ich nicht gelesen. Okay, ich bin gespannt. Aber ich glaube, die Anja und die Maike von den Bookfriends haben das Buch schon nicht nur einmal gezeigt. Und zwar Der Schrecken verliert sich vor Ort von Monika Held. Oh ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, um was es geht. Es geht, glaube ich, um einen Besuch in Auschwitz. Ist es ein Roman oder ist es eine Tatsache? Das weiß ich jetzt nicht. Da geht es darum, dass nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein Holocaust-Überlebender irgendwie eine neue Beziehung eingeht, ja, und dann genau mit ihr zurück ins Konzentrationslager fährt und was dieses Trauma von damals mit dieser Beziehung macht. Genau, ja, ganz genau. Und Der Schrecken verliert sich vor Ort ist ja ein sehr bezeichnender Titel. Wäre es eigentlich, möchte man meinen. Aber ob sich dieser Schrecken tatsächlich vor Ort verliert, das möchte ich tatsächlich anzweifeln. Ja, ich verstehe es nicht, warum ich es noch nicht gelesen habe. Aber das werde ich wahrscheinlich jetzt bei allen Büchern sagen. Es klingt so toll, aber da muss man tatsächlich auch in der psychischen Verfassung und in der Stimmung dazu sein, dass man sich auf sowas einlassen kann. Das ist ja nichts, wo man sagt, das lese ich jetzt an einem Wochenende gemütlich weg. Ja. Aber wie gesagt, ich habe davon nur Gutes gehört und jetzt, wo ich es gesehen habe, war das das Erste. Ich habe gesagt, okay, das muss gelesen werden. Und dann würde ich gerne wissen, wie es war und eventuell, dass ich es auch lese. Ja, die Anja von den Bookfriends hat es tatsächlich gelesen und auf ihre Empfehlung hin habe ich mir es auch zugelegt. Und ich bin sehr gespannt. Mhm. Es ist eigentlich ein Buch, das mir fast nicht gefallen kann. Ja, das glaube ich ja. Gut, Buch Nummer 2 geht ein bisschen in die Vergangenheit, das ist nicht mehr ganz neu. Okay. Und zwar, Was vom Tage übrig blieb von Kazuko Ishiguro. Habe ich gelesen vor, nennen wir es einmal, Urzeiten, als der Film rauskam. Mit Anthony Hopkins und Emma Thompson. Und ich habe den Film richtig toll gefunden. Also da war alles dabei, was mich angesprochen hat. Und das Buch war ehrlich gesagt komplett anders. Nein, das nicht, aber das Buch hat einen anderen Anspruch. Wenn du jetzt sagst, das Buch war schlecht. Nein, das hätte ich anders gemacht. Aber es war einfach ein bisschen anders. Es war natürlich sehr viel umfangreicher, wobei der Film wirklich ausgezeichnet war. Okay.
Es geht im Grunde genommen um ein englisches Herrenhaus, um die Bediensteten dort und vor allem den Butler, der im Grunde genommen sein Leben dieser Familie widmet, opfert, ohne selbst je die Liebe zu finden oder zuzulassen. Oh. Und es ist wirklich gut geschrieben. Ich habe mir das ich habe keine Ahnung mehr, vor wie vielen Jahren ich mir das gekauft habe. Hat Kazuo Ishiguro nicht den Literaturnobelpreis vor ein paar Jahren gekriegt? Ich weiß es nicht. Was weiß ich, irgendwie ganz schlecht. Ich glaube, ich war da dann Opfer von irgendeinem Aufkleber. Nein, tatsächlich war ich in dem Fall Opfer vom Klappentext. Weil es wirklich es ist toll und es ist auch gut geschrieben. Also, aber es ist auch nicht, es ist glaube ich nicht ganz dünn. Aber ja, also mir hat es echt gut gefallen. Nächstes Buch. Es ist sehr gut gemischt bisher. Gell? Ja, abwechslungsreich. Jetzt kommt die Mega-Mischung drauf. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, es ist auf ihrem Sub und sie hat es noch immer nicht gelesen. Sie hat jetzt ein Jahr Zeit. Ein Mann namens O von Frederick Backmann. Das war so klar. Ich habe bei zwei Büchern fix damit gerechnet, dass die vorkommen werden. Ja. Ganz, ganz sicher. Das ist eines davon. Ah ja. Falls das zweite nicht dabei ist, muss ich sagen. Auf jeden Fall, ein Mann namens O ist für mich ein Lebenslese-Highlight. Frederick Backmann hat den speziellen Stil, tragische Themen mit sehr viel Humor und Witz zu verbinden, mit Figuren, die anfangs, O ist am Anfang unsympathisch, widerlich und pedantisch und eine furchtbare Figur. Und das ändert sich dann und wieder, das schafft unfassbar. Das Buch ist ja so unglaublich gut rezensiert. Ich habe es damals angefangen, nur, glaube ich, so, wenn überhaupt 50 Seiten oder 30 Seiten oder so. Und da ist er ja wirklich widerlich. Total. Also so ein Unsympathler. Und gleichzeitig tut er einem aber so leid, weil er so alleine ist. Ja, ja. Und das war dann tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt einfach nicht das Richtige. Ja. Weil Einsamkeit und dann dieser alte Grantler und puh, also. Aber es wird dann, also es ist echt, also es könnte, ich habe den Film dazu noch nie gesehen. Ich so, ich weiß nicht. Und aber vom Ausland ist schon gut, sehr viel verfilmt worden. Ja, oder? Ja, schon einiges, das war es jetzt gar nicht. Keine Ahnung, bei mir ist das jetzt das Einzige, aber das Buch ist grandios und es steht ganz, ganz weit oben auf meiner Highlight-Liste und ja, du hast jetzt 12 Monate Zeit. Okay. Schauen wir mal, vielleicht ist das was für den Sommer? Ist das was oder ist das gut? Das ist eigentlich, ich glaube, der Mann namens O, das ist egal. Ich würde nicht sagen, dass man das auf eine Jahreszeit beschränken sollte. Okay. Oder speziell auf eine Jahreszeit. Hat da jemand Erfahrungen, dass er sagt, ich habe es im Sommer gelesen und hätte es besser im Winter gelesen? Weiß ich nicht. Wurscht. Schauen wir mal. Ein Buch, das ich nicht gelesen habe, wo ich aber gesagt habe, das klingt schon vom Klappentext total traurig und so irgendwie dramatisierend. Die Verlorenen von Stacey Halls. Oh, das habe ich fast vergessen, dass ich das am Sub habe. Gott, bin ich gut. Das ist ein Buch mit Geschichte. Es gibt jedes Jahr in unserer Buchhandlung des Vertrauens in der Tirolia in Innsbruck eine Aktion Date mit einem Lex. Ah. Ja. Und da werden Leseexemplare in Packpapier verpackt. Vorne kommt eine kurze Beschreibung oder bekommen ein paar Stichwörter drauf, worum es in diesem Buch geht. Natürlich kein Titel, kein Autor, kein nix. Und dann werden diese Bücher gegen eine Spende fürs Frauenhaus weitergegeben. Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Absolut super tolle Aktion. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich auch. Und ich habe da bis jetzt nur Bücher herausgezogen, die ich alle ansprechend gefunden habe, alle und die ich mir so wahrscheinlich nicht gekauft hätte. Ah, okay. Und das ist eins davon. Ah, okay. Stacey Halls ist ja, Die Verlorenen ist ja
da geht es um eine Frau, die ihre Tochter, also spielt im 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert? Anfang 19. glaube ich. Also die ihre Tochter, glaube ich, in ein Heim gibt, weil sie sie gerade nicht betreuen kann und ein paar Jahre später oder Monate später will sie zurück, will sie sie wieder haben, oder? Genau so, genau um das geht es. Und sie genau geht dann auf die Suche nach ihrem verlorenen Kind. Genau um das geht es. Das klingt mal herzzerreißend. Aber richtig gut, wird auch sehr gut bewertet. Und das ist einfach so eine Grundgeschichte, die ich einfach herzzerreißend finde. Die sucht mir nur traurige Bücher aus. Nein. Ich muss jetzt was tauschen gehen. Moment. Na, Moment, ich mache was Neues. Und das Letzte ist, traurig ist das falsche Wort. Es beruht auf wahren Tatsachen. Der Atem des Himmels von Reinhold Bilgeri. Das habe ich mir nur wegen dir gekauft und noch immer nicht gelesen. Reinhold Bilgeri, jetzt müssen wir kurz aus. Ja. Reinhold Bilgeri ist eigentlich Englischlehrer, wohnt in Vorarlberg und war in Österreich ein richtiger Rockstar, Popstar. Popstar. Hat sich dann zurückgezogen und wurde dann Autor. So cool. Und der Atem des Himmels ist ein Buch, das auf wahren Tatsachen aus den 50er Jahren, glaube ich, genau, beruht. 50er. Da hat es in einem Bergdorf ein ganz, ganz gravierendes Lawinenunglück gegeben mit vielen, vielen Toten. Und damals wurden, glaube ich, zum ersten Mal Hubschrauber zur Bergung eingesetzt, wenn es mich nicht täuscht. Und in diesem historischen Ambiente hat er die Geschichte einer Volksschullehrerin inkludiert und was die Volksschullehrerin dort macht. Sehr poetisch geschrieben, aber nicht zu sehr. Ich bin nicht lyrisch veranlagt oder poetisch veranlagt, das bin ich gar nicht, aber der Atem des Himmels hat so viele tolle Augenblicke drin, die natürlich in diesem Unglück gipfeln, aber schlussendlich eine wunderbare Geschichte macht. Was? Echt? Es klingt extrem spannend. Ja. Also es ist ja. So, gerade Bücher, die auf wahren Begebenheiten beruhen, man weiß ja als Leser, was noch kommt, zumindest zum Teil. Aber der Spannungsaufbau bis dahin ist, wenn das gut gemacht ist, dann ist das richtig, richtig cool. Und das ist eigentlich gar kein so ein dickes Büchlein. Nein. Das wäre eigentlich was sich tatsächlich wo unterbringen lassen würde. Das ist wahr, das stimmt. Ja, da hat sie recht. Ja. So mit spaßigen Sachen hast du es nicht, gell? Nein, ich habe jetzt extra ganz, ich habe extra ausgewählt. Das Spaßige lese ich ja von alleine. Genau, genau, die Dinge, die ich sonst noch am Zettel gehabt hätte, wo ich sage, das könnte, da habe ich mir gedacht, eigentlich, da wird es ja automatisch dazu greifen, das ist ein bisschen witzig oder eben historisch oder eben ganz das, was ich sowieso lesen wird. Das waren so Dinge, da muss ich sie ein bisschen hinschauen. Das ist im übertragenen Sinn der Tritt ins Hinterteil. Hat jetzt sie gesagt. Ich habe es nur gedacht. Ich spüre es förmlich. Oh mein Gott. Ja, das wären's. Kennt ihr eins dieser 5 Bücher? Schreibt es bitte gerne in die Kommentare, mit welchem Buch ich eurer Meinung nach gleich zu Beginn des neuen Jahres starten soll. Wahrscheinlich gleich am besten mit allen 5. Dann ist eine Liste abgearbeitet. Lesemonat Jänner. Das wäre Busch. Werte und Listen. Das wird nie im Leben passieren. Nie. Ich verstehe das sehr. Aber es sind ja tatsächlich alles Bücher, die mich unglaublich interessieren, sonst hätte ich sie nicht am Sub. Also, ja. Aber helft gern der Caroline dabei, mir diesen im übertragenen Sinn Antritt zu geben. Damit ich endlich zu diesen Büchern greife, das sind ja auch alles Bücher, lass mich nochmal schauen. Das sind nicht solche Bücher, sondern du warst da sehr zuvorkommend mit eher überschaubar dicken Büchern. Ja, wobei ich glaube, was vom Tage übrig blieb, ist ein bisschen dicker, wenn es mich nicht täuscht, aber nicht mega. Also überschaubar, also da ist wahrscheinlich nichts dabei, was wirklich mehr als 400 Seiten hat. Ja, na, das war Absicht, also da habe ich schon drauf. Also das Problem ist beim 600, 700 Seiten Wälzer, da musst du dich, also das ist ein Commitment für die nächsten Tage oder vielleicht sogar Wochen und das geht nicht auf Zuruf. Bei mir fast Wochen, weil es gibt Lesegeschwindigkeiten und es gibt Lesegeschwindigkeiten. Ja, und es gibt Vollzeit- und Teilzeitarbeit.
so viel weniger Stunden sind da nicht. Ja, es sind 10 weniger, also ja. Ja, nein. Wir verlieren uns schon wieder in Gebrabbel und Gefasel. Genau. Jedenfalls, bitte helft mit euren Kommentaren gern mich zu motivieren, diese Bücher zu lesen. Und schreibt es auch gern in die Kommentare, ob ihr irgendwelche Lesevorhaben jetzt schon habt fürs neue Jahr. Würde mich interessieren, also wer 23 Bücher für 2023 macht, der Respekt. Nein, wird auf diesem Kanal nicht passieren, weil nicht schaffbar. Und weil Liste. ja, dann würde ich sagen, schaut auch natürlich sehr, sehr gern beim Kanal von der Caroline vorbei. Auch auf ihrem Kanal wird es ein dazu passendes Video geben. Auch ich werde ihr 5 Bücher aussuchen für das kommende Jahr. Ich glaube, ich bin auch lieb. Ich glaube, ich muss jetzt gehen. Oh nein, ich bin hier zu Hause. Du bist zu Hause, wo willst du hin? So, bevor ich jetzt noch weiter rumschwafel, wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag oder Abend. Ganz viel schöne Lesezeit. Macht es gut, bis zum nächsten Video. Ciao, servus.